Servus, meine lieben Freunde. Hier ist Mr. Memo HD. Und heute spielen wir mal wieder was richtig Schnuckeliges. Oh, ich bin wieder ein wuschiges Kerlchen. Wir spielen heute Traumschiff Surprise, Freunde. Ist auch so ein Ludwigs von Let's Retro quasi. Ich glaube, das Spiel kennt ihr auch noch. Ist ziemlich alt, gell? Ah, ich hasse dieses Schwämmchen. 2003, 2004, glaube ich, kam der Film raus und hat eingeschlagen wie eine Bombe, ey. Ich glaube, über 11 Millionen, 12 Millionen Zuschauer, wie sein Film Show des Manitou von Bully. Also mega die Kassenschlager, hä? Kinomagneten kann man hier blöd sagen. Ich weiß, ich habe endlich mal wieder ein Mikrofon. Juhu! Servus! Okay, ich würde mal sagen, schauen wir uns mal an das Menü. Gut, alles eingestellt hat, dass man das hört. Ja, oder? Okay, Freunde, würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Mit Traumschiff Surprise, Traumschiff Paris Periode. Ach, ich kann kein Deutsch mehr. Ups. Okay, es geht weiter. Laden. Schrotte, Spocke, denkt's dran, dass wir gleich die Generalprobe für die Miss Waikiki machen. Ah, das schon wieder. Für unsere Choreografie solltet ihr euch umgehend auf die Brücke begeben. Und vergesst die Kostüme nicht. Okay. Dann muss ich erst einmal mein Kostüm aus meiner Kabine holen. So ein Scheißdreck. Jetzt muss ich wieder mein Kostüm suchen. Ach, werde ich ja wieder ganz wuschig. Wo ist mein Bruder? Oh, danke schön. So, Freunde, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir schauen uns mal die ganzen, wie soll ich das sagen, das stückliche Traumschiff Surprise, Schiff an. Und wir suchen uns erstmal unser Kostümchen, weil ich darf ja nicht ohne Kostümchen auftreten. Sonst kriege ich nicht mein Stück Sorte, scheiße, mein Sahnestück, Torte, Stück, Tonne, Stück, mein Sahnestück, Torte. Also, was haben wir denn da? Kommunikationsraum, ich glaube, da ist viel mündlicher Verkehr. Der ist verschlossen. Typisch. Ich will ja eh nicht rein. Ich war erst letzte Woche drin und es war ein super scheiß Erlebnis, sag ich euch. Echt, da ist man einmal eine Sahnetorte zu viel und man wird gleich ins Fett betitelt. Das geht ja gar nicht, ey. So ein Lump. Was haben wir hier? Ich habe keine Keycard. Na, das war ja wieder klar. Oh, hier wäre ein Computer. Gehen wir gleich mal in Facebook rein. Nein, ich mag nicht. Wie, du magst nicht? Du gehst da jetzt hin, du kleine Bitch. Los, doch mal versuchen. Was? Ja, du hast genau richtig gehört. Du sollst in Facebook gehen und dich anmelden und gleich mal bei mir die Bilder auf Gefällt mir machen, du kleines Dreckstück. Das ist nicht richtig. Ja, wie jetzt? Blöd. Ja, ich oder du jetzt? Das ist ja jetzt so frecher, du. Na gut, dann gehen wir eben weiter, gell? Tada. Oh, das ist der Chef. Der Kapitän. Nein, du blöde Kuh, wo kann ich denn jetzt hin? Oh, Schränkchen. Das ist bestimmt mit einem Kapitän sein Kuchenstück drin. Ich glaube, das glauben wir uns doch mal. Aber nicht sagen, gell? Ja, bei was haben wir denn da? Scheiße, ich kann kein Deutsch mehr. Ein Käse-Sahne-Tortenstück. Oh, dabei sündigen das Dorf hier mal, gell? Also, nicht nachschauen, gell? Ha, dem Käpt'n sein letztes Tortenstück. Das stibitze ich ihm. Bei Gott, ich bin wieder ein Lackfeder heute. Oh, Captain Kirk hat es nicht gemerkt. Das ist ja super. Was haben wir noch? Hier müssen wir ihn quasi erstmal ablenken. Ich muss gucken, dass ich den Ton jemand treffe. Der Alarmknopf. Ich trau mich nicht. Wie, du traust dich nicht, Schlammbett. Los drauf jetzt. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. So eine feige Pusse, dann guck ich eben weiter. Nein. Achso, stimmt, ihr Facebook, das mag ich ja nicht. Jetzt geh ich mal zum Menü. Oh nein. Was nein? Du machst das jetzt, Mensch. Ich steuere dich hier, blöde Kuh. Nein. Wie jetzt? Gar nicht, oder was? Nein. Blöde Sau, dann halt Nörde. Oh, erste Hilfe. Der ist so leer. Wie, der ist so leer? Kein Wunder, dass ich immer so einen fetten Bauch hab. Mensch, und der Captain Kirk schießt die, und der Captain Kirk tut's die ganze Zeit auf die Käse-Sahnetorten Stückchen schieben. Meistens in Saupreis. Das geht nicht. Okay, dann gehen wir da in den Turbolift. So, Freunde, genug der Qualitäten hier. Puh, Captain Kirks Kabine. Wollen wir da mal reingehen? Da gehen wir doch gleich mal rein. Zugesperrt, dass ja keiner an seine Naschsachen geht. Und die Naschsachen hat er in seiner Unterwäsche versteckt. Das freut mich jetzt. Na, frag mal, ob ich mal von einmal einen Lutscher kriege, gell? Das mag ich ganz arg. Oh mein, bin ich aber ein bisschen gay drauf. Plakat? Nein, ich will das Plakat nicht. Da ist so ein Schönling drauf. Okay. Da werde ich ja bloß neidisch oder deprimiert. Na, danke. Oh je, das kenne ich aber auch, hä? So, jetzt gehen wir mal weiter hier, du. Auf geht's, du Lump. Los jetzt. Komm wieder kurz, du Lump. Was gibt's da?
So. Tipp.facebook.com. Schrotti einloggen. Oh, naja, kein Freispiel. Oh, Scheiße. Ich wollte doch so gerne mal wieder dieses Fußballspiel spielen auf Facebook. Da kann man einen Freistoß machen. Und ich kenne mich ja mit Stößchen sowieso so aus. Oh, warte mal, ich hole mal schon mein Prosecco, gell? Warte mal geschwind. Jetzt doch bin ich wieder. Ist Servus. Also, ich sag mal erstmal, Freunde, ich wünsche euch ein gutes. Ach, fuck. Da bin ich wieder. Hallöle. Also, Freunde, jetzt mache ich erstmal mein Prosecco auf. Oh, das hat so schön gespritzt gerade eben. Und jetzt machen wir mal Gläser rein, gell? Oh, das ist so lecker. So, Freunde, ich muss mich nach meinem Kleidle tun, gell? Wo ist mein kleines Röckchen? So. Tipface.com. Das war Japan. Captain Kirk. Ein Freispiel. Oh mein Gott, was ist denn da drin? Also, mal gucken. Nein. Dem passt irgendwie gar nichts, ne? Jetzt muss ich mal in meine Kabine gehen. Ah, ihr beichtes, ein putziges Zimmer. Sie ist kaputt. What the fuck? Ich meine, die Polizeitschriften weg. Ich hab schon alle gelesen. Wie jetzt? Ich hab gedacht, die Polizeitschrift, die Box doch hab, du kleine Schlampe. Los, nimmst du da jetzt? Oder willst du, dass es da Captain Kirk sieht, du Ferkel? Na, die hab ich schon alle gelesen. Aha, okay. Das ist nicht richtig. Wie jetzt? Ich kann mich jetzt nicht entspannen. Ach, du kriegst wieder Stresspuzzle oder was? Blöde Zicken, du jetzt. Pflanze wenigstens. Nein, ich mag nicht. Ich auch nicht? Pinzette. Ja, das war klar, dass das Käse-Sahne-Stück wieder mag, die blöde Kuh. Nein, ich mag nicht. Appelliergerät. Oh, aber keiner drumrennen, wie behaartes Schwein. Was soll der Captain hier für bedenken? Da ist nichts Wichtiges drinnen. Okay. Aber hier, Polinschachtel, immer gut. Na, brauche ich nicht. Was? Aber davor frisst du noch ohne Ende? Na gut, dann gehen wir weiter. Das Röckchen gehört zu meinem Kostüm. Die Form schmeichelt mir und es bringt meine Figur zur Geltung. Oh nein, ich habe keine Strumpfhose. Okay, Freunde, ich sage, die holen wir uns doch gleich mal. Guck mal, wir müssen so zu Bora Bora gehen, das weiß ich auch noch. Müssen wir irgendwie. Ach, erstmal ihm das geben, genau. Zwei Gays. Na, mittels, wie steht's? Gut. Ja, gut. Gut. Klasse Gespräche, jetzt wollte ich mal sagen, wisst ihr, wo ich Orange herbekomme? Wisst ihr, wo ich eine Strumpfhose... Scheiße. Wisst ihr, wo ich eine Strumpfhose... Ich habe keine Ahnung, ob ich die Schwule oder die Schwule machen soll. Okay. Wisst ihr, wo ich eine Strumpfhose herbekomme? Hat jemand einen Bubblegum dabei? Habt ihr vielleicht was zum Reparieren? Ich kann das nicht irgendwie machen, ich bin irgendwie zu blöd dazu. Jetzt mal folgendes. So. Mal gucken, mein System ist gut, was ich gerade aufbaue. So, ich würde mal sagen, es geht weiter. Ich pass auf. Hat jemand einen Bubblegum übrig? Nein. Naja. Ja, aber ja, was aber, jetzt? Aber was? Ich habe ein Problem mit meiner Strumpfhose. Oh nein, das ist sowas aber auch. Ich habe sie zerrissen. Ja, siehst du, das sag es doch du. Okay. Wegen seinem Problem? Du hast auch deine Problemzonen. Meine Problemzone sind halt die Beine. Warum an der Beideskette. Ich möchte nicht darüber sprechen. Sind deine Beine zu behaart? Laut lach. Ich will jetzt gar nichts mehr sagen. Ach, das ist warum kaut er so viel Bubblegum? Gar nicht wahr. Krieg ich einen? Nur wenn du mir bei meinem Problem hilfst. Aha. Ich vermute mal, dass es sein Appelliergerät ist. Jetzt passt auf, jetzt gebe ich ihm mal hier das Gerät. Ja, wie jetzt? Ey, ich will es doch geben. Wisst ihr, wo ich eine Strumpfhose herbekomme? Ja, die brauche ich ja. Ja, nämlich. Sei still. Aber du hast doch... Sei jetzt still. Okay, was will er uns verschweigen, diese kleine Tunde? Also wie jetzt? Krieg ich jetzt das Ding oder der, du Fotzen? Also wie jetzt? Ich hab sie zerrissen. Trottel zu fett gewesen. Wegen seinem Problem? Du hast auch deine Problemzonen. Meine Problemzone sind halt die Beine. Warum denn das? Ich möchte nicht darüber sprechen. Okay, komm voran. Sind deine Beine zu behaart? Ich werde jetzt gar nichts mehr sagen. Darum kaut er so viel Bubblegum. Gar nicht wahr. Krieg ich einen? Nur wenn du mir bei meinem Problem... Okay, jetzt habe ich gerade eben schon gehabt, du Dödels. Habt ihr vielleicht was zum Reparieren von meinem Frühstückstern? Stimmt, das mit dem zusammenkriegen würden. Das war Kiki-Röckchen. Er redet dir immer dem anderen nach. Wie?
Wie? Na, nix. Oh, Muschis. Wisst ihr, wo ich Orangen herbekomme? Der Pulle hat welche. Aber er gibt sie nicht her. Du scheißt deine eigenen Orangen. Na, bis später. Ja, bis später. Ja, bis später. Was wollt ihr denn jetzt? Da! Hast du Apple-Gerät, du kleine Drecksau, dass du rasieren kannst, gell? So, jetzt, was kriege ich dafür? Für ein gutes Epiliergerät tue ich einfach alles. Hier hast du einen Bubblegum. Ich habe einen teurer Tausch, ey. Bubblegum gegen Epiliergerät, aua. So, was haben wir jetzt hier? Bubblegum. Das geht wirklich nicht. Okay. Das geht wirklich nicht. Warum sollte ich das tun? Dann mir gleich mal das Stückli, gell? Blöd. Zum Westkorridor. Oh, was war denn das da? Ah, da war ich gerade eben schon, ich Vollidiot. Ah, die Bora Bora. Hallo, Fräulein Bora Bora. Hallöle. Geh weg, ich will niemanden sehen. Oh. Warum willst du niemanden mich denn nicht sehen? Ich habe eine Bubblegum-Bestellung aufgegeben und die ist nicht abgeschickt worden. Das geht ja schlecht. Darum kommst du nicht aus deiner Kabine. Genau. Ich warte, bis mir jemand einen Bubblegum bringt. Wartest du schon lange? Ja, aber ich werde immer ignoriert. Okay. Mhm. Das geht siehst gar du? Aber das ist ja ein kleines Mäusle. Ich würde sagen, dem kleinen Mäuschen helfen wir doch mal. Oder was meint ihr, Freunde? Hast du eine Strumpfhose für mich? Nein. Außer? Außer was? Wenn ich einen Bubblegum bekomme, gebe ich dir eine Strumpfhose. Und wenn ich dir ein Stück Käsesahne gebe? Dann bist du fett. Nein, davon wird man fett. Also so ein Blödsinn habe ich ja noch nie gehört. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Käsesahne gut für die Figur ist. Geil. Gegen Strumpfhose. Punkt. Aube, das war ein Zog. Was mache ich jetzt hier? Mein Fruchtkranz ist kaputt. Tja, das ist Pech. Ja, kannst du mir helfen? Nein. Arschloch, dann halt nicht? Ja, also bis später. Ja, man sieht sich. Na, dann dir helfe ich jetzt. Da ist sie ja, du kleine Drecksau. Wow, Bubblegums. Danke. Hier. Hätte man jetzt. Ja, in die Hand gehen kann man es nicht, gell? Blöde Kuh, Undankbaren. Gut, nehmen wir meine Strumpfhose mal auf. So, jetzt müssen wir kombinieren. Nein. Oh Gott. Ja, das gehört auch zu meinem Kostüm. Jetzt habe ich es so creme aus. Ich muss irgendwas jetzt draften hier. Hm. Noch gar nicht, glaube ich, gell? Tada. So. Point.com. Ah, ne, das haben wir schon mal gehabt. Es geht gleich weiter. Oh, naja. Kein Freistoß. Ja, genau. Das war Kiki, war. Nein, ich will das Plakat nicht. Nee, das ist so ein Schönling drauf. Da werde ich ja bloß neidisch oder deprimiert. Na, dann gehen wir zu dem Spooky. Dem kleinen Schnuggiputz. Das ist ganz lieber. Ich glaube, da ist auch wahrscheinlich der Maschinenraum drin, der Dödel. Was wie. Ah, da ist ja, die kleine Bitch. So, Leselampe. Ich glaube, da war noch auch irgendwas. Machst du die Finger weg? Oh. Aua! Für was war denn das jetzt? Nein, mein Motto ist, geh niemals jemandem an die Wäsche. Das ist ja witzig. Oh, das ist alles in unverständlichem Fachchinesisch. Ja, kennt ihr den Chinesen? Schwenkt er denn? Ich mag nicht. Wie jetzt? Na gut. Komm, reden wir mit Schrotti. Hallo Schrotti. Und, was gibt's? Wie nett. Okay, gefallen tun, Schrotti? Mir einen Gefallen tun. Was denn? Mit einem Arschlecken? Nein. Wisst ihr, wo ich rangschneiden bekomme? Ich bräuchte was zum Reparieren von meiner Früchtekette. Ich habe irgendwo meinen Schraubenzieher mit Tintenkiller verloren. Wenn du den findest, gebe ich dir eine Sicherheitsnadel. Ah, das ist ja voll nett, Stücki. Also wenn ich das wüsste, bräuchte ich dich ja nicht fragen. Okay. Also servus erstmal, gell? Wir sehen uns. Also servus. Bis später. Gib mir etwas Scheißen. Das ist ja seit dem letzten Betriebsausflug nicht mehr geputzt worden. Boah, ich hab's mit Captain Kirk doch gesagt, dem Dreckstück. Der stinkt ja bis zum Himmel. Na, da greif ich nicht hin, da werde ich ja nur schmutzig oder reiß mir den Nagel ein. Ich bin schick. Ah, ich will rumdrücken. Und hopp. So, den haben wir jetzt. Jetzt muss ich wieder in den Beamerraum. Hm, verschlossen. Ja, wie jetzt? Dann geh ich halt woanders hin. So einfach sieht's aus. Ich habe noch mehrere Räume hier. Ciao, Schratte. Adele. Ja, mal gucken, was Müllermann drin ist. Hey, bin ich nur eine Pfandflaschen? Ich hab nichts zum Wegwerfen. Ja, du bist eine blöde Kuh, du schon was suchen. Richtig. Oh nein. Oh. Na gut, dann suchen wir halt mal, gell? Wo war eigentlich der Pulle? Hm. Du meinst erstmal
Wasser? Erstens ist kein Becher da und zweitens mag ich nicht. Okay. Zicke. Lavalampe? Na, ich rühre das hässliche Ding nicht an. Gut. Mach ein bisschen Detektor. Ich brauch Musik für die Anlage. Ja, dann mach doch an. Ich brauch Musik für die Anlage. Was? Okay, jetzt muss ich überlegen. Radtrainer. Na, das ist mir aber jetzt zu anstrengend. Das war dick ganz verschwitzt, bitte. Gib mir Münzeinwurf rein. Ich hab keine Münzen. Arme Sau. Nicht mehr bezahlt wird man hier auf dem Ding, hä? Dartpfeile. So, und... Ich will's nicht nehmen und abbusseln will ich's erst recht nicht. So, was machen wir jetzt? Gehen wir da raus zum Südkorridor. Müssen gucken, wo waren die Schraubenzieher? Bora Bora lässt mich nicht rein. Gehen wir noch gleich mal... Pulles Kabine. Jetzt servus, Pulle, jetzt pass auf. Was sagt mir das? Das ist eine Lampe, du Säge. Musikchip. So, für die Musik, dass wir noch Musik hören können, gescheit ist. So, das ist der Pulle. Servus, Spooky. Servus, Pulle, du, ich hab ein paar Fragen. Ja, was hast denn? Bist du wie so fett und du dette? Okay, Freunde, übrigens, bei Mr. Memo HD wird es bald Spiele ohne Ende geben. Ich habe jetzt längere Zeit, wie gesagt, nicht wirklich aufgenommen. Aber jetzt habe ich ein neues Mikrofon. Ja, die brauche ich, falls an Bord Skorbut ausbricht. Das ist aber nicht sehr wahrscheinlich, oder? Ein guter Arzt, mein lieber Spucki, ist immer vorbereitet. Für so einen Blödsinn kriegst du keine. Blöde Sau, blöde. Und von daher, ich hoffe, dass ich jetzt wieder mehr Abonnenten dazu bekomme, weil gerade läuft es nicht so gut, finde ich irgendwie. Und ja, ich hoffe, dass ich euch einfach eine kleine Freude mache mit dem kleinen Let's Play hier. Na, geh. Du kriegst die rechte Wurst, jetzt Clip. Da, komm her. Na, geh. Weißt du, wo der Schraubenzieher vom Schrotti ist? Ja, woher denn? Du willst nicht fragen, du Arsch. Na gut, dann, halt dann. Tschüss. 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 Weiß die hässlich. Die passt zur Lampe. Hopp. Schauen wir gleich mal. Finger weg. Finger weg. Wie jetzt? Finger weg. Nein, ich mag nicht. Blöd. Geh mal erstmal ein bisschen schlafen. Komm, die Poli merkt's nicht. Ich leg mich doch nicht in ein fremdes Bett. Okay. Was gebe ich dem Ding jetzt? Wie jetzt? Okay, warte. Finger weg! Wie jetzt? Ich mach doch noch gar nichts. Arsch. Warum sollte ich das tun? Tabletten, wo sind denn die Tabletten? Weiß die hässlich. Die passt zur Lampe. Das ist nicht richtig. Finger weg! Ah! Was brauche ich denn die Tabletten? Medizinschrank hinten. Na, das interessiert mich nicht so. Also normalerweise muss ich ihn nur... Na gut. Nein. Blöde Kuh, der hat nicht. Dann gehen wir halt mal wieder raus. Und ich vermute, dass wir dem jetzt erstmal das Essen versüßen müssen. Wo war das denn? Da ist der Schraubenzieher. So. Ich kann ihn nicht nehmen. Zuerst muss ich das Bodengitter öffnen. Und was mache ich denn jetzt? Wie jetzt? Zette? Nein, ich mag nicht. Okay. Ja, das gehört auch zu meinem Kost. Blöd. Oh Gott, das ist für mich zu schwer. Zugesperrt, dass ja keiner an seine Naschsachen geht. Okay, Medizinschrank. Der ist ja leer. Wo sind denn die Tabletten? Vor allem mal gucken, was da drin ist. Ich geht mir graus, wenn er nicht leer wäre. Nein, ich mag nicht. Okay. Der ist verschlossen. Ich habe keine Keycard. Nein, ich mag nicht. Das ist so ein Scheiß. Wo muss ich jetzt hin? Egal, ist das mal zu. Das geht nicht. Okay, gehen wir raus. Halt. Wo sind denn die Tabletten? Das kann ich nicht aufheben. Das ist angeschraubt. Ich breche doch keinen Fingernagel ab. Ich bräuchte einen Schraub. Warum sollte ich das tun? Depp! Halt nicht. Maschinenheberstange. Das ist nicht richtig. Nein, mag er auch nicht. Okay. Gehen wir mal in meine Kabine und gucken, ob wir was finden.
mir echt zu schwer. Nein. Teppich? Zeitschriften? Na, die hab ich schon alle. Ich kann mich jetzt okay, nicht entspannen. Südkorridor, da muss doch irgendwo was sein. Bora Bora, mach's Hallo, mehr. Fräulein Bora Bora? Was ist denn noch? Ach, nix. Blöde Kuh, wie unfreundlich man da aber abgewiesen wird, hey. Jetzt im Ostkorridor. Fitnessraum, was ist denn da drin? So, pass auf. Das ist nicht richtig. Nein. Das geht wirklich nicht. Okay, manchmal zum Musikchip. Ich möchte einfach Musik rein, hm? Weil ich spiele das Spiel zum ersten Mal, also, oh Gott, ich will mich so blamieren, hä? Linienpapier. So, das habe ich vorhin nämlich übersehen, ich Trottel. Wie jetzt? Bitte, darf ich nicht raus? Okay, nehme ich da ran. Ich muss den Pulle da wegtreiben irgendwie. Das geht wirklich nicht. Hallo, Schratti. Und, was gibt's? Also Servus. Neues. Bis später. Muss ich überlegen. Auf diesem Gerät bin ich nicht eingeschult. Verschlossen. Nee, das gibt's nicht. Das geht nicht. Ich möchte die Maschinenheberstange nicht mit dem Maschinenheber verwenden, weil ich die Maschine nicht heben will. Okay.